meine, wir haben ja alle gesehen, was passiert, wenn man sich mit einem Leunen im Master-Modus anlegt, nämlich dass du eine Million Mal auf die Viecher einkloppen kannst und die fressen einfach kein Damage. Und das waren die normalen Leunen. Es gibt ja Master-Modus only noch eine neue Art von Leunen, und zwar die goldenen. Die hast du ja nur Master-Mode. Auf die freue ich mich schon, ne? Sache, wenn man mit den normalen schon nicht klarkommt, ja, dann können die ja jetzt nur besser werden, ne? Das wird ein absoluter Pain in the Ass. Ich kann schon sehen, ne? Sache, wir kommen ja nicht mehr mit den normalen klar. Also, wir kommen schon, wir brauchen aber einfach, glaube ich, mehr Waffen. Und wir brauchen das geupgradete Stasis-Modul. Weil ich glaube, die Taktik, die ich bis jetzt rausgefunden habe, die am am sinnvollsten ist, ist Leunen einfrieren, Headshot landen, beziehungsweise Gesichtsschuss, weil beim Leunen zählt ja irgendwie nicht der Kopf, sondern nur das Gesicht. Dann sind die ja benommen und ihr könnt ihn auf den Rücken klettern. Und ich habe gelernt, wenn ihr auf dem Rücken des Leunen seid, verliert eure Waffe keine Haltbarkeit. Das heißt, ihr könnt einfach ganz entspannt eure beste Waffe nehmen und damit einfach die ganze Zeit auf den Leunen einprügeln. Ich glaube, das ist die beste Methode. Das braucht zwar dann einiges an Pfeilen und ein bisschen Geduld und ich glaube ziemlich viel Geduld, weil ich nehme mal an, so 5, 6 Minuten oder so wird das Ganze schon dauern dann. Aber dafür, Leunen geben einfach meiner Meinung nach die besten Drops im Spiel. Ich meine, so eine Leunenwaffe, die kann gerne mal 80 plus Schaden haben, wenn ihr den richtigen Leunen legt. Da gibt es auch unterschiedliche, aber ich habe auch schon Leute gesehen auf Reddit und so, die haben einfach irgendwie eine Waffe gekriegt, die hat irgendwie 109 Schaden oder so gehabt von einem Leunen. Also, ihr kriegt den besten Loot von einem Leunen, na, ganz klar. Kann man gar nicht diskutieren, ne? Kampfprobe Mittel, okay. Ja. Ich hab doch ein Wächterschwert, oder? Das war, glaube ich, ganz gut gegen die. Leute, wir werden geprobt. Ja. Holy shit, er hat so ein Riesenschwert. Bin ein bisschen früher ausgewichen. Was ist denn das Beste, was wir haben? 42. 42. Oh shit, das war nicht so schlau. Ist hier keine Säule, hallo? Okay, wir haben uns vielleicht nicht so schlau angestellt, da gebe ich ganz ehrlich zu. Aber wie viel die Viecher aufhalten, also die schwereren Gegner in so einem Spiel halten im Master-Modus so viel aus, ne? Ihr müsst so lange drauf einprügeln, das ist irre. Da ist das schon eine 50-Damage-Waffe. 40-Damage-Waffe, okay, fair enough. Hierfür wäre jetzt zum Beispiel auch das Master Schwert richtig geil. Die macht ja gegen die Wächter und gegen Ganon und gegen die Typen alles mehr Schaden. Dafür wäre das zum Beispiel super praktischer. Aber egal, wir kriegen das irgendwie hin. Ne? Nein, ausweichen, Link. Hallo?
time das irgendwie gerade falsch. Lol. Kommt gerade hier. Alter, das ist aber auch fies, was der Kollege macht, endlich mal einen guten Dodger. LOL. Damit habe ich mich irgendwie mehr außer Gefecht gesetzt als ihn, oder? Können wir irgendwie noch ein bisschen Leben reinholen? Ich würde gerne irgendwie dafür sorgen, dass ich nicht sofort tot umfalle, wenn er mich noch einmal trifft. Wir fressen einfach ganz viele Schnecken, Leute. Wir machen einer Franzose. Stirb, komm, komm. Yes! 45er, krasser. Schlechter. Nice. Good job an mich. Dauert nur 100 Jahre, aber dann. Dieser eine Hit, der alles verändert. Dieser eine Moment. Noch ein Ritterbogen. Also bögentechnisch sind wir echt quasi mit dem Nonplusultra ausgestattet. Nice. Sehr schön. Ach übrigens, für die Leute, die es interessiert, heute Abend, so 17, 18 Uhr, irgendwo dazwischen, wird Undertale gespielt. Das kam gestern gut an. Und ich dachte mir, wir setzen uns heute Abend hin, spielen den Pazifisten-Run zu Ende. Und wenn das wieder gut läuft, dann würde ich sagen, können wir auch irgendwann mal den Genozid-Run ansetzen. Ist ja ein cooles Spiel. Und dann wird die Tage mal eine Zeit lang im Stream eine Abstimmung laufen, was wir denn spieletechnisch dann weiter so machen. Also ich wollte jetzt eigentlich noch so ein paar Switch-Spiele spielen. Und ich bin da jetzt noch nicht so festgelegt, was es werden soll. Also ich habe schon überlegt, Mario Odyssey würde ich gerne nochmal spielen. Und beispielsweise. Und was es halt sonst noch so gibt auf der Switch, wenn demnächst das neue Pokémon kommt, wäre das eine Idee. Oder das neue Super Smash wird auf jeden Fall mal im Stream gespielt. Und wenn ihr noch Ideen habt, könnt ihr das immer gerne einbringen. Ich suche immer noch nach neuen Vorschlägen, die wir irgendwie mal einbringen können. Also zögert dann nicht, mir eure Meinung mitzuteilen. Ich weiß dafür niemanden. Nur manchmal, wenn ihr es wollt. Oh, ein Baumstumpf und ein Blatt drauf. Müsste hier nicht irgendwo ein Krogfächer dann liegen oder so? Na egal. Ah, da liegt, glaube ich, ein Fächer, okay. Liegt da ein Fächer? Ja. Okay, was brauchen wir denn kurzzeitig mal nicht? Also wir machen eben den Schrein und wenn wir wieder hochkommen, dann lösen wir das Krog-Ding und dann sind wir ziemlich gut dabei, ja.
Also ich muss sagen, bis jetzt fand ich im Master-Modus am schwersten wirklich den Einstieg, weil man am Anfang wirklich, die Gegner sind wirklich Kraftprobe schwierig. Aber das gerade war schon schwierig. Jesus. Oh oh. Oh shit. Deshalb, ich halte immer gerne den einen Händler in der Hand und dann könnt ihr ausweichen, einfach auf den zwei Händler wechseln. Oh, ein Treffer noch. Wechseln. Wenn er auf Distanz geht, Bogen rausholen. Ein Problem ist, dass ihr die Sachen, ihr könnt die Sachen der Titanen nicht benutzen. Also ihr könnt nicht irgendwie das Wiederbelebungsding oder so benutzen, weil die ganzen Sachen ja in den Schreinen immer nicht triggern. Oh, shit. Shit, wir waren so gut dabei. Wir waren so gut dabei. Ich dachte, ich könnte schon früher hochspringen und schweben. Habe ich gedenkt, habe ich falsch gedacht. Okay. Aber bis dahin haben wir es gut geschlagen. Ich glaube, da müssen wir nichts anders machen. Das war auf jeden Fall gut. Ja, ist okay, ich hab verstanden, du bist krass, du hast drei Waffen, du bist Ultraman. Ein paar Mal gut ausweichen und mit unseren guten Waffen Hits landen können, kriegen wir, glaube ich, kein Problem. Habe ich wenigstens mal einen guten Bogen gekriegt? Ja. Okay, das ist echt fies, Mann. Dieses plötzliche Schießen ist der Grund, warum ich normalerweise lieber eine einhändige Waffe habe. Okay. Müssen gar nicht wechseln. Das müsste er gleich eigentlich wieder in seine Sitzform gehen. Nicht so gut, wir haben kaum noch einhändige Waffen, glaube ich. Fuck! Oh, dass ein Treffer einen direkt umhaut, das ist echt mies, fies, fies, mies, miese Brise. Ha. Okay, komm, ein, zwei Versuche mindestens noch. Das will ich jetzt schaffen, gibt es irgendein Modul, was uns hier helfen kann? Ich glaube nicht, ja.
müssen auf jeden Fall demnächst mal uns zum Institut porten und unser Stasis-Modul upgraden. Das will ich auf jeden Fall besser haben. Das ist ziemlich geil, wenn das verstärkt ist. Und immer drauf, Mann. Boah, diese Breitseite da, die ist echt, die kann echt richtig fies sein. Die Zwiebel teilweise richtig, ja. Boah, da haben wir genau richtig das Schwert raus, ne? Okay. Bis jetzt läuft es ganz gut, aber das Problem ist halt ein kleiner Slip-Up und wir sind sofort tot, ja. Nein! Oh mein Gott. Ich dachte kurz, ich hätte es abgefuckt, ey. Was? Er schießt zweimal. Nein. Warum tut er das nur? Langsam sich Henrich durch, ja. Wir waren so nah dran, ne? Ich glaube, ich hätte einfach konstant weiter drauf prügeln sollen, bis er tot ist, ja. Das wäre, glaube ich, der Way to go gewesen, ne? Draufhauen bis Ende ist. Okay, mittlerweile haben wir das Muster ja ganz gut raus. Mit der einen Waffe dodgen, mit der anderen Waffe schlagen. Okay, das ist nicht so gut, aber... Holy shit, ja. Sonst gehen die einhändigen Waffen dann irgendwie aus, so. Okay, wir müssen erst noch mal ein bisschen futtern, ne? Dann nicht direkt drauf gehen.
Come on, hau drauf, Junge. Hör gar nicht auf! Den juckt aber auch gar nichts, so. Er hielt die ganze Zeit in der Zwischenzeit. Aber es hilft doch nichts. Das ist ja so nervig. Oh. Congrats an mich. We did it. Holy shit, eine 60 Damage Axt da. Holy shit. Kletterhandschuhe, cool. Das heißt, wir haben schon zwei Drittel der Kletterrüstung zusammen. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ja. Das heißt, wir brauchen noch drei Schreine. Einen davon haben wir noch markiert, zwei müssen wir noch finden. Und dann haben wir genug Herzen, um uns das Masterschwert zu holen. Und ich glaube, dann wird es einfacher, Leute. Dann geht's bergauf. Oh. Move! Move! Move, Mann, move. Nice.
Dann gibt's richtig Power-Up, Mann. Ne? Darauf kannst du aber deinen Arsch verwetten, ne? Kraftprobe schwierig, Kraftprobe mittel. Wer denkt sich das überhaupt aus, da? Oh, wir haben da eine Kraftprobe. Was wisst ihr, was wir brauchen? Noch eine Kraftprobe. So, ich mache jetzt selber Schluss für heute. Denn ich will jetzt Bundesliga gucken. Bundesliga sollte man sich nicht entgehen lassen. Und danke an alle Leute, die wie immer da waren. Lasst ein Follow da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns heute Abend für Undertale. Irgendwann nach der Bundesliga-Konferenz. So zwischen 5 und 6, schätze ich. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Resttag. Ich hoffe, ihr guckt auch alle schön Fußball. Und ich wünsche euch was.